Hallo, ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch und ich bin wieder genauso aufgeregt wie im Mai, als ich euch mein erstes eigenes Buch vorgestellt hatte. Und da es in diesem Video wieder um ein eigenes Projekt von mir geht, werde ich das jetzt auch als Eigenwerbung kennzeichnen. Also wundert euch nicht, die Regeln haben sich da einfach verschärft und deswegen gehe ich da einfach auf Nummer sicher. Und ja, in diesem Video werde ich euch sagen, um was geht es eigentlich, wie kam es dazu, warum mache ich das überhaupt und wie sieht es denn letzten Endes auch aus? Denn das war auch der Anstoß zu diesem Video, da mich viele auf Instagram gefragt haben, hey, zeig's doch einfach mal bitte im Detail. Ja, weil ich nämlich auf Instagram euch mitgenommen habe, auch im Alltag und habe euch da auch gezeigt, um was es eigentlich geht. Ich habe euch auch auf der Nur was ich mag Webseite dran teilhaben lassen. Also ihr habt auch mitgewirkt bei dem Projekt und heute geht es im Prinzip darum, wie kam ich auf die Idee, einen Planer zu machen. Das ist es nämlich. Ich habe einen Planer, Schrägstrich Workbook, Schrägstrich Tippsbuch, Schrägstrich Organisationshelfer und auch Selbstbewusstseinshelfer oder Selbstfindungshelfer erstellt. Also es ist ganz, ganz viel in einem und ich setze super viel Hoffnung da rein. Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, warum mache ich das eigentlich? Denn ich muss dazu sagen, dass ich seit 8 Jahren ungefähr, also seitdem ich mit YouTube angefangen habe, eine 7-Tage-Woche habe. Das heißt, am Wochenende arbeite ich jetzt nicht so komplett durch wie unter der Woche. Aber es gibt eigentlich keine Freizeit oder so, wo ich nicht arbeite oder nicht an YouTube denke. Ich habe mir viel zu lange keine Zeit für mich genommen. Also ich hatte gar keine Hobbys mehr. Ich hatte keine Zeit für Freunde mehr, beziehungsweise ich habe mir die Zeit nicht genommen und nur gearbeitet im Prinzip. Und ich liebe es, YouTube-Videos zu drehen und Social Media zu machen und es anderen beizubringen. Und ich liebe meinen Job und alles, was dazu gehört, was ich drumherum mache. Ich habe ja mehrere Selbstständigkeiten und es ist total schön, aber nur weil man seinen Job über alles liebt, heißt es halt nicht, dass es ein Hobby ist. Denn der große Unterschied zu einem Hobby ist eigentlich, dass es nichts bringt außer Spaß und Freude, aber keinen sonstigen Zweck verfolgt. Und ich habe mir eben lange Zeit nicht meine Inseln im Alltag eingebaut und dafür brauche ich einfach eine Unterstützung, weil man muss ja einfach auch sich einen Plan machen. Also man muss auch die privaten Dinge einplanen, das ist einfach so. Zumindest wenn man so ein Arbeitstier ist wie ich. Und ja, und dabei hilft mir unter anderem auch dieser Planer. Und ich hatte dann aber im Sommer einfach nur danach gesucht, nach einem neuen Planer oder nach einem neuen Innenleben für meinen Filofax. Denn ich habe ja mehrere Filofax-Videos gemacht zu diesem tollen Teil hier, was ich auch wunderschön finde. Und auch noch zu Bullet Journaling, weil nämlich das Problem bei diesem Filofax ist halt, größer als das wollte ich es nicht haben. Aber wenn man es aufschlägt, sind die Seiten halt echt klein so. Und da geht voll viel Platz verloren. Und überhaupt die Aufteilung darin hat mich total gestört. Also es gibt ja verschiedene Seiten bei Filofax Layouts und man kann sich selber welche ausdrucken und so. Aber trotzdem hat mir der Platz von der Größe einfach nicht gereicht. Deswegen habe ich mit Bullet Journaling zusätzlich angefangen, habe dann 2 Bücher geführt, weil ich einfach sehr gerne Dinge tracke und eine Übersicht behalte, auch mit Monatsübersichten. Das Problem war nur, 2 Bücher zu führen, war mir zu viel. Und vor allen Dingen immer diese Linien zeichnen und jeden Tag wieder die neuen Vorlagen zu machen, das war mir zu anstrengend, weshalb ich es wieder aufgehört habe. Und ich bin halt unzufrieden gewesen, habe dann im Sommer nach einem Planer gesucht und nichts in der Art gefunden, was für meine Bedürfnisse 100% gepasst hat. Weshalb ich mir dachte, Sissy, du bist Grafikdesignerin, du kannst dir einfach selber was entwerfen und es dir einfach drucken lassen. Denn bei BOD ist es keine Kooperation mit denen. Ich habe die ja auch entdeckt durch eine andere YouTuberin. Kann jeder ein Buch sich selber auch nur ein einzelnes Exemplar drucken. Also wenn ihr sowas in Word entwerft, da gibt es auch Vorlagen, dann könnt ihr euch selber euer eigenes Design machen und alles drucken lassen. Und ihr habt ein professionelles Buch oder ein Ringbuch oder ein Hardcover, also alles, was ihr wollt. Und man kann es aber auch dort sozusagen verlegen. So habe ich es auch mit meinem ersten Buch gemacht und so ist es jetzt auch mit dem Planer entstanden und ich war ja durch BOD auch auf der Frankfurter Buchmesse, ich war da so Gastredner sozusagen und ich war dann am BOD-Stand und da hatten sie halt alle möglichen Sachen ausgestellt von ihren ganzen Self-Publishern und ja, da war ein Ringbuch und ich dachte mir so, Ringbuch, ja, ich will ein Ringbuch, weil was mich halt auch stört ist, dass man, wenn man so einen Kalender aufschlägt oder gar größeren Kalender aufschlägt, dass er halt echt viel Platz auf dem Tisch einnimmt und aber zugeschlagen bringt er mir irgendwie nichts. Und bei manchen Büchern, also diesen richtigen Hardcover-Büchern, da fallen die sogar zu
Und bei einem Ringbuch kann man es eben umschlagen und auch wirklich nur das so offen haben, was man braucht. Und da dachte ich so, yes, okay. Und dann habe ich mir da echt viele Gedanken gemacht, also schon vorher Gedanken gemacht, was mir alles im Planer fehlt. Und dann habe ich im November wirklich losgelegt und habe mir da auch wirklich eine kreative Schaffensphase freigeräumt und habe einfach mal designt und mir überlegt, was will ich alles für Inhalte haben. Und ich habe alle Grafiken und Bilder, die da drin sind, von Hand gemalt, also wirklich mit so einem Handlettering-Stift. Und es gefällt mir so gut, ich bin so glücklich. Und ich habe auch insgesamt 3 Cover gestaltet und 2 farbige. Das heißt einmal die mintfarbene Version, die auch bei der Abstimmung gewonnen hat auf meiner Webseite mit dem Flamingo. Und ich habe das Ganze noch ein bisschen cooler gemacht mit Farbspritzern, ganz im Stil eben auch von dieser Nur was ich mag Reihe. Und das Mint kommt so schön rüber, also auch wirklich in echt. Ich habe mir einen Probedruck machen lassen, der sieht so aus. Und wundert euch nicht, das hier ist noch, wie gesagt, ein Dummy. Ich habe es nochmal deutlich dünner gemacht und leichter gemacht, aber es ist ein A5-Planer jetzt erstmal. Vielleicht gibt es später auch noch einen kleineren, aber das war das, was ich jetzt wollte. Und ich habe eben noch beim Papier rumprobiert, dass es noch leichter und dünner wird hier als der hier. Und ja, dann die andere Variante habe ich mal hinten einen Testdruck gemacht. Da wurden die Palmen jetzt auch noch heller. Das ist eine rosa Version mit Palmen und auch wieder mit Farbklecksen. Und vielleicht habt ihr es bemerkt, die Palme und der Flamingo sind die Stars vom Nur was ich mag Cover, also von meinem Buch. Ja, jetzt noch das dritte Cover für alle, die es schlichter mögen. Wobei man natürlich auch das Cover bekleben kann. Aber falls ihr so seid wie ich, seid ihr zu faul dafür, deswegen habe ich eben 3 verschiedene Cover gemacht. Und dann schauen wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Am Anfang ist so eine Schutzseite, die werde ich persönlich rausreißen. Dann ist es schon wieder dünner. Man kann die aber auch toll nutzen als Post-its-Klebeseite oder um einen Umschlag zum Beispiel reinzukleben. Ich werde da auch noch ein paar Sachen bei mir reintun. Ich habe ja auch schon beim Filofax einen Umschlag hinten reingeheftet für Visitenkarten und so. Kann man hier halt natürlich auch super machen. Dann kommt eine Hallo-Seite. Ich habe bis jetzt noch nie einen Plan oder Kalender verloren, aber es gibt mir enorm Sicherheit, wenn ich weiß, dass da mein Kontakt drin steht, wenn den irgendwie mal Leute finden sollten. Und alles, was mir Sicherheit gibt, beruhigt mich und macht das Leben leichter. Deswegen ist so eine Ich gehöre Seite da drin. Dann kommt das Impressum und eine Willkommensseite als nächstes. Und das Buch spricht mit einem als ich und du. Das finde ich so schön. Es hat mir selber so Spaß gemacht, das zu lesen, den Text nochmal, den ich geschrieben habe. Und ja, dann kommen wir zur ersten richtigen Seite sozusagen, wo ihr aktiv werdet. Und zwar einmal der Rückblick 2017 und die Ziele 2018. Und ich habe beim Rückblick 3 Felder angelegt. Ich habe es unterteilt in Highlights und wofür man dankbar ist und was man verändern möchte. Das sind einfach so richtige Gedankenanstöße, die dann dazu führen sollen, dass ihr Ziele findet für 2018. Und diese Seite ist inspiriert von einem Buch, was ich gelesen habe. Und zwar vom Happiness Project von Gretchen Rubin. Kann ich euch absolut empfehlen. Ich finde das Buch total schön. Sie hat nämlich sich ein Jahr Zeit genommen, um glücklicher zu werden und hat sich jeden Monat ein Ziel gesteckt, was sie in dem Monat an sich oder an ihrem Umfeld verändern möchte. Beispielsweise hatte sie auch einen Monat, in dem sie aussortiert hatte, einen Monat, in dem sie gelassener reagieren wollte auf alles Mögliche, und so hat sie sich selber verbessert quasi und das Beste aus sich herausgeholt und aus ihrem Leben. Und dazu soll euch diese Seite ermutigen, und zwar euch Ziele zu stecken pro Monat, weil wenn man eben so Step by Step vorgeht, finde ich das viel besser, wie wenn man sagt Anfang des Jahres, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte meine Ernährung verbessern, ich möchte das und das machen, dann macht man das 3 Wochen und hört wieder auf damit, und das unterstützt euch eben dabei, das wirklich über ein Jahr durchzuziehen und dann alles am Ende zu erreichen. Dann haben wir eine Doppelseite mit meinen Inseln, und das merke ich mir, und meine Inseln sind die Inseln, die ich vorhin angesprochen habe, und ich habe da vor kurzem auch ein Vision Board gemacht. Dieses Video werde ich euch auch nochmal verlinken, denn das hat mir auch so krass nochmal geholfen, diese Inseln mir zu verbildlichen. Und ja, wenn man die einträgt, kann man eben auch darauf zugreifen und sie in den Alltag besser einplanen. Bei das merke ich mir, kann jeder eintragen, was er möchte. Ich werde da wichtige Telefonnummern eintragen und vielleicht auch so ein paar Passwort-Unterstützungshilfen, damit ich wieder drauf komme, was ich für Passwörter benutzt habe. Dann kommen wir zu den Monatsübersichten, und eigentlich war die Abstimmung auf meinem Blog so, dass ihr euch die Monatsübersicht jeweils vor dem Monat gewünscht habt.
Da habe ich jetzt aber gemerkt, dass das ein bisschen schwierig ist, weil nicht jeder Monat fängt mit einem Montag an und hört mit einem Sonntag auf. Das heißt, es wären irgendwie so halbleere Seiten entstanden. Dadurch wären mehr Seiten entstanden. Das heißt, das Buch wäre schwerer geworden, dicker geworden und auch teurer geworden. Und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich es platzsparend jetzt doch vorne weggenommen, was mir persönlich auch sehr hilft. Ich möchte die Seiten vor allen Dingen nutzen, um zum Beispiel Urlaube einzutragen, also wenn ich mehrere Tage weg bin. Meine Videos möchte ich darüber planen und auch so Arzttermine, die ich halt auf einen Blick sehen möchte. Ansonsten gibt es unten einen Habit-Tracker aus meinem Bullet Journal. Habe ich das so vermisst, deswegen habe ich den jetzt da auch mit drin. Und die Abstimmung hat ergeben, dass die meisten Leute so um die 5 Sachen tracken täglich. Und wer das nicht kennt, da kann man zum Beispiel schauen, wie oft man staubsaugt. Also dann trägt man vorne ein Staubsaugen und an einem entsprechenden Tag, wo man es gemacht hat, macht man zum Beispiel ein Kreuzchen oder malt das Feld aus. Genau. Dann noch der Monatsfokus. Da ist es das so gedacht eigentlich, dass ihr von eurem Ziel, was ihr am Anfang festgelegt habt, zum Beispiel für Januar, das hier nochmal genauer aufschreibt. Also überlegt, wenn ich jetzt sage, ich möchte sportlicher werden, und dann schreibt man hier die Details auf. Zum Beispiel, ich möchte einmal die Woche Ausdauer machen, einmal die Woche Kraftsport machen. Ich möchte mich täglich dehnen. Also so wirklich Details, dass man weiß, wie setzt man dieses Ziel jetzt um. Dafür ist es gedacht. Ja, und nach den Monatsübersichten geht es dann direkt los mit den Wochen. Und es ist jetzt so, dass immer 2 Tage pro Seite sind. Also insgesamt sind es 2 Doppelseiten pro Woche. Außer am Montag ist halt eben, wie ihr seht, das Ganze aufgeteilt mit einer Extraspalte. Da steht die Kalenderwoche drüber und da habt ihr 2 Felder. Und es ist natürlich ganz euch überlassen, wie ihr das nutzt. Aber ich persönlich mag zum Beispiel auch hier einen Wochenfokus. Das hat mir die letzten Wochen und Monate echt geholfen, dass ich gesagt habe, diese Woche hat das und das Priorität, dieses Projekt. Alles andere baue ich da drum rum. Und wenn man sich so einen Fokus setzt, dann läuft es einfach viel besser. Dann weiß man halt, wo man hinmarschieren möchte. Und dieses größere Kästchen könnt ihr für allgemeine To-Dos in der Woche nutzen oder beispielsweise auch, um reinzumalen, was ich auch ganz schön finde, oder zu doodeln, zu kritzeln. Und die kleinen Kästchen jeweils beim Tag sind dann die To-Do-Listenbereiche, weil das war mir ganz, ganz wichtig, dass man To-Dos nicht mit Terminen verwechselt. Und ich habe Uhrzeiten eingetragen, die man aber auch noch erweitern kann mit eben Doppelpunkt 30 oder 45 und da ist immer so ein bisschen Platz dahinter. Genau, außerdem sind bei den Tagen jeweils auch die Feiertage und Festtage festgehalten, auch noch mit der Info, in welchen Bundesländern die gelten und auch Vollmond, Neumond und die Sternzeichen findet ihr da drin. Das Jahr endet mit einem Montag, das heißt, wir haben eine rechte Seite frei und da habe ich das Ganze genutzt für eine Vorschau für 2019. Das heißt, da seht ihr das komplette Jahr mit Kalenderwochen, welcher Wochentag ist und ihr habt Platz wieder mit dem Punktemuster, um eure Termine schon mal voreinzutragen. Und dann, wenn wir umschlagen, beginnen ein paar Seiten mit Text und zwar sind das ganz viele Tipps, die mir persönlich extrem helfen, die ich mir auch immer wieder bewusst ins Gedächtnis hole und dann merke ich wieder, warum mache ich das nicht öfter. Das sind viele Sachen, die ich in der Ausbildung gelernt habe, aber auch im Studium. Das heißt, aus dem Bereich Projektmanagement und Medienmanagement. Und es sind aber total bodenständige Sachen, die ich auch super leicht erklärt habe, sodass sie wirklich jeder anwenden kann und man muss dafür nicht in einem kreativen Beruf sein, weil jeder braucht mal für irgendwas eine Idee oder muss irgendwas strukturieren oder sich einen Fokus setzen und da helfen euch diese Seiten extrem dabei. Die erste Doppelseite ist zum Thema So fällt das Planen leichter. Das sind insgesamt 6 Tipps mit drin. Dann geht es darum, Ziele zu definieren. Das sind insgesamt 2 Doppelseiten, also 4 Seiten. Und dann kommt auch noch, so findest du die richtige Idee mit 3 ganz tollen Methoden, die ich wirklich super oft verwende, die mir auch geholfen haben, diesen Planer wieder umzusetzen. Und dann kommen auch noch Methoden zum Zeit- und Selbstmanagement. Das sind auch nochmal 2 Doppelseiten. Dann kommen meine Ideen. Das sind auch insgesamt 2 Doppelseiten. Und ich kann es ja für nächstes Jahr anpassen. Also ich bin immer sehr, sehr dankbar für euer Feedback. Dann kommt eine Doppelseite und zwar zu Wunschliste und Geschenkideen. Und auf der Seite fällt mir eben besonders auf, dass ich meine Grafiken sehr gerne mag. Also ich freue mich wirklich, dass ich die selber gemalt habe und nicht irgendwo aus dem Internet gezogen habe. Und da habt ihr auch was ganz Persönliches von mir sozusagen im Alltag, ohne dass das jetzt krass gebrandet ist mit Sissy oder irgendwas. Und dann endet der Kalender mit Notizseiten. Und da habt ihr insgesamt, ich habe jetzt nicht die aktuelle Version vor mir liegen, aber ich meine 5 Seiten für Notizen. Ja, und wo kann man das jetzt kaufen? Man kann es im Prinzip in jedem Buchhandel kaufen. Da ist es jetzt aber noch nicht vorrätig. Das heißt, die müssten es auch bestellen. Und ansonsten findet ihr es natürlich bei BOD direkt. Da geht es auch am allerschnellsten. Und seit heute ist es auch
bei Amazon erhältlich. Da dauert es aber 4 bis 5 Tage, bis es eben versandfertig ist. Und wenn ihr es jetzt eben noch schnell für den 1. Januar möchtet, dann würde ich euch empfehlen, direkt bei BOD zu bestellen. Das Ganze ist in der Infobox verlinkt. Und der Planer wird 16 Euro kosten, glatt, also 16,00. Es war mir wieder sehr wichtig, dass ich das wieder so glatt mache, genauso wie bei meinem Buch. Das kostet ja 10 Euro und ich bin so froh, dass ich es so günstig machen konnte. Ich bin wirklich so an die niedrigste Grenze so ziemlich rangegangen. Die Preise sind ja auch komplett transparent. Also wer sich informieren möchte, wie teuer solche Bücher sind, auch wenn ihr mal sowas selber produzieren möchtet, dann schaut gerne mal bei BOD vorbei. Da gibt es einen Preiskalkulator und da könnt ihr eben auch schauen, wie viel ihr bekommt quasi, wenn ihr ein Buch zu welchem Preis verkauft. Also für alle Self-Publisher. Und ansonsten kann ich euch für Self-Publishing auch noch eine YouTuberin empfehlen, durch die ich nämlich auch auf diesen BOD-Anbieter gekommen bin und die eine ganz, ganz tolle Videoreihe hat zum Thema Self-Publishing. Und sie heißt Laura Newman. Ich werde euch ihren Kanal in der Infobox verlinken. Und ja, wenn ihr jetzt noch weitere Motivation sucht in Sachen Nur was ich mag, dann schaut gerne in der Nur was ich mag Playlist vorbei. Oder hier unten solltet ihr euch unbedingt noch das Vision Board-Video anschauen. Es hat mir persönlich so sehr geholfen, meine Ziele und meine Wünsche besser kennenzulernen. Und hier könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!